Ja, moin Pyrrhus, willkommen zu einem neuen Prospekt. Wir haben jetzt mal den Globus, in dem Fall ist der Prospekt von Homburg einödet. Ja, hier haben wir auch gleich wieder die Psychotricks drauf, von wegen 35 Euro vorher, das ist Schwachsinn. Ich komme aus dem Verkauf, das ist einfach nur, um die Kunden zum Kauf anzudrehen. Und wenn das Ding vorher 34 gekostet hat und jetzt 20 Euro, dann könnt ihr euch vorstellen, dass das der komplette Schrott ist und dem ist auch so, das könnt ihr liegen lassen. Den Pyro-Code könnt ihr auch getrost liegen lassen. Für 30 Euro ist das einfach zu teuer. Die Big Boom, ja, kann man mitnehmen, die ist nicht schlecht. Aber, oh, boah, müde, gerade erst wach geworden, ey. Die Big Boom ist für den Preis gar nicht mal so schlecht, die kann man sich mitnehmen, aber wie gesagt, vorher ein Video gucken. Overtüre ist overteuert. Wirklich, lasst den Kram liegen. Hier von den 292 Schuss habt ihr hier schon wieder 100 Teiler oder so. Keine Ahnung, vielleicht sind es noch mehr. Und daher kommt auch nichts so pralles raus, dass das 50 Euro wert ist. Empfehlen kann ich euch aber das Donnerwetter. Ihr habt hier 7 Raketen drin. Ein paar Wunderkerzen, ein paar Feuervögel. Also pro Rakete wisst ihr ja ungefähr 1 Euro. Rechnen wir mal einfach jetzt 1 Euro. Feuervögel kosten so im Kauf auch 2,50. Seid ja schon über den Preis des Sortiments eigentlich. Hier haben wir Skyballs. Das werden so Rödis sein oder sowas. Ein paar Böller, ja, Frösche, die springen sowieso nicht. Hier sind ein paar, weiß nicht, was das hier unten ist. Auf jeden Fall ist das hier einmal Koboldsnapper, also Knallerbsen. Das könnte so ein eingepackter Vulkan sein. Royal Palace ist auch, ja, das gleiche, was ich schon immer bei diesen Sortimenten sage. Da muss man gucken, wirklich für 20 Euro macht man an sich nicht falsch, aber ob die alle einen Zerleger haben, weiß ich nicht. Das sind auf jeden Fall in dem Fall die Raketen auch, die hier sind und die haben eigentlich einen Zerleger, aber ich weiß nicht, ob das da in dem Fall auch so ist. Kennt man ja, ne? Also, ja, es gibt auch kein Video dazu. Ich habe schon geguckt. Also, beim besten Willen. Und dann gibt es halt diese umgelabelten, ja, aber die sind dann auch wieder von der Aufmachung anders. Da sind andere Raketen drin vom Design, deswegen muss man gucken. Dann haben wir hier. Steht's denn? Ach, hier. Mega Rocket Selection. Wir haben hier 30 Raketen für 30 Euro, das kann man machen. Hier sind sogar 6-mal Kugelköpfe drin. Die sind auf jeden Fall, denke ich mal, ganz normal befüllt. Da wird jetzt kein spezieller Effekt rauskommen. Dann kommen wir mal zum nächsten. Hier haben wir die Horoskop-Rockets. Ja, die wollte ich mir damals immer mal holen, aber das hat mich immer schon abgeschreckt. 12 Raketen, 15 Euro. Ja, gut, jetzt hole ich mir das Rocket Clash, 12 Raketen für 16 Euro. Ja, muss man gucken, ob die einen Zerleger haben. Demnach kann man sich das mitnehmen, wenn man die haben will. Aber da ist, glaube ich, auch ein ganz normaler Effekt nur drin. Ja, brauche ich nichts zu sagen. Noch so ein Wannabe-Verbund, brauche ich auch nichts zu sagen. Für 70 Euro lasst liegen den Kram. Sky Adventure, 278 Schuss, 48. Könnt ihr euch ja vorstellen, was da rauskommt. Die Doppelpack, viel zu teuer. Das gibt es auch für einen Zehner. Das ist im Endeffekt einfach auch nur diese Kometenheuler-Knister-Batterie da, was es auch beim. Wie ist es beim Lidl gibt da als Powershow? Das Happy Lights, ja, das könnte man sich mitnehmen für 2 Euro weniger, dann ist das gar nicht mal so schlecht. Das China Böller D-Schinken-Ding hier, 6 Euro kann man machen. Die Kometböller waren ja mal gut. Den Mega-Vesuv würde ich liegen lassen. Zahlt da lieber 1 Euro weniger. Holt euch dann einen Vulkan aus dem Lidl oder Aldi, falls ihr die denn habt. Und da habt ihr dann auch ungefähr 50 Sekunden, zwar nur Brenndauer, aber dafür ist das Ding auch gleich doppelt so hoch. Also lasst liegen den Kram. Basilisk ist zu teuer für 30 Euro, ist aber an sich ein gutes Teil, finde ich. Big Beast oder auch Gigashot, Ultimate und was auch immer die für Namen hat, muss man wissen, ob man das mit sich, ja doch mit sich mitnimmt. Ja, an sich ist der Klasten auf jeden Fall echt gut, aber ja, weiß ich nicht, ey. Wie gesagt, die gibt es halt echt günstiger und. Wenn ich dann sehe, wenn man dieses Wiglo-Ding da bei sich hat, da wo man die für einen Zehner kriegt, ey, dann sage ich mir schon echt, boah, lass liegen, ey, und sieh zu, dass du dahin kommst. Dann haben wir hier angepriesenes leises Feuerwerk, Sky Diamonds, das sind 10 Raketen für einen Zehner. Ja, die werden jetzt auch bestimmt ungefähr so gut sein wie die von Nico, wo halt echt gar nichts drin ist. Also kann ich dann, wenn es so ist, nicht empfehlen, habe ich aber auch noch nichts von mitbekommen. Whisper wird auch ganz normal einfach wieder so ein Aufstiegsding sein, davon gibt es ja noch nicht genug. Und dann kommen wir zur letzten Seite. Hier haben wir nur noch Jugendfeuer. Tschüss, Junge, was ist denn hier los, Alter? Brauche ich nichts zu sagen. Ganz normale Kreisel. Bengalfackeln, auch zu teuer. Alter, 7,99. Und dann hier Fire Kids XXL. Das ist ja von Komet. Und das ist für 5 oder 6,99 schon zu viel. Und die wollen einfach 13 Kröten haben. Ich glaube, die haben sie nicht mehr alle. Wirklich, lass liegen, ey. Den Laden gleich boykottieren, ohne Witz.
Ja, hier Party, Tischbombette wahrscheinlich, noch mehr Tischbombetten, ein paar Partyknaller und hier ein Gastank. Ja, für den das normale Feuerwerk nicht gut genug ist, der schießt einfach mal Gastanks über die Straße. Ja, das war's auf jeden Fall für dieses Prospekt. Wie gesagt, man kann hier dieses Sortiment halt empfehlen. Da muss man halt gucken bei dem. Die D-Böller kann man mitnehmen. Ja, und dann war es das eigentlich auch schon wieder. Ja, ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin auf jeden Fall. Ciao.